Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Wir biegen langsam aber sicher in die Zielgeraden dieser dritten Fußball-Bundesliga-Saison ein und schreiben mittlerweile schon den 29. Spieltag. Noch 6 Spiele sind zu spielen. Wir sind momentan auf Tabellenplatz 9 im Mittelfeld also angesiedelt. Mit leichten Chancen, wenn wir jetzt noch einen guten Schlussspurt hinlegen, mit der Chance wirklich auf die Europa League. Dazu müssten wir allerdings heute schon fast gewinnen. Unser Gegner ist Hannover 96, 3 Punkte in der Tabelle hinter uns. Also sollten wir heute verlieren, wovon ich mal nicht ausgehe, könnte Hannover uns theoretisch schon überholen und die Chancen auf die Europa League sinken weiter. Deswegen, wir wollen mit viel Elan und mit schönem Offensivfußball heute in unser Heimspiel gehen, in der heimischen Kofas Arena am 9. April 2016. Anstoß um 15.30 Uhr unter der Leitung von Heiner Schniddi, der Ollen Schnidde. Und zu meiner entsetzten Miene muss ich feststellen, es regnet mal wieder, was für kreatives Spiel nicht unbedingt förderlich ist. In der Startausstellung das gewohnte Bild mit einer Veränderung, Choupo-Moting zurück in der Startelf. Für sie beschrieb, was ja im letzten Spiel bei der Niederlage gegen Nürnberg, die immer noch so ein bisschen tief sitzt, von Anfang an gespielt hat. Choupo-Moting jetzt zurück, ansonsten altes Bild, Karius im Tor, davor die Viererkette mit Schändler, Bongert, Tah und Nsankala. Das Mittelfeld besteht aus Nikolai Müller, Niki Zimling auch wieder zurück. Stimmt, zwei Veränderungen, also Niki Zimling nach langer Zeit mal wieder in der Startelf. Neben Johannes Geis, Shinji Okazaki und vorne Stürm Choupo-Moting und Sean Parker. Ich würde sagen, gehen wir ins Spiel. Julian Koch nach langer Zeit auch mal wieder auf der Bank. Und drei sehr offensive Akteure mit auf der Bank. Mit Sive Schriebers, mit Della Fiore und den jungen Nachwuchsstürmer Tobias Funk, den wir im Winter vom SC Freiburg zu uns geholt haben. So, die Elfmeter darf Sean Parker bitte im Spiel nicht so schießen. Sonst blamieren wir uns hier nämlich noch. So schon eher, das sah schon etwas besser aus. Und jetzt gehen wir nach Mainz in die Karnevalshochburg. Ich kann es nicht oft genug betonen. Gute Stimmung, guter Fußball. Und deswegen haben wir doch schon eine ordentliche Saison hier, würde ich sagen, hingelegt. Zumindest auf diesen Platz in der Kofas Arena. Wir haben die Bayern besiegt, wir haben Borussia Dortmund hier besiegt. Ich denke, das lässt sich sehen. Gegen die guten Gegner sehen wir oftmals gut aus, aber dann gibt es immer solche Gegner, die oder gegen die ich anscheinend irgendwie ungern spiele, wie eben zuletzt gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg haben wir beide Saisonspiele verloren. Oder auch gegen den Sportclub Freiburg. Zwei Niederlagen haben wir da einkassiert, gegen vermeintlich gleichstarke, wenn nicht sogar eher schwächere Vereine. Das müssen wir nächste Saison möglichst abstellen. Aber jetzt wollen wir noch um die Europa League kämpfen. Wir haben noch die Chance. Sollten wir jetzt, wie gesagt, einen guten Schlussspurt hinlegen. Hier nochmal die Tabelle, Platz 9. Aber immer noch alles sehr, sehr eng aneinander. Jonathan Tah, 5 Saisontore für einen Abwehrmann. Sehr beachtlich. Unser zweitbester Torschütze nach Sean Parker. Unseren Stoßstürmer neben Choupo-Moting. Und hier gucken wir nochmal auf Hannover 96. Ibisevic, bester Schütze, 6 Saisontore. Natürlich auch hier im Sturm gesetzt. Interessanterweise neben ihm Leonardo Bittencourt im Sturmzentrum. An den hätte ich auch starkes Interesse, eventuell ihn als Mittelfeld-Arounder für die nächste Saison zu verpflichten. Aber, das habe ich auch schon in den letzten Parts immer wieder betont, das hat noch alles Zeit für die nächste Spielsaison. Noch haben wir 6 Spieltage im Jahr 2016 zu spielen. Und die wollen wir natürlich möglichst erfolgreich noch bestreiten. Hannover kommt mit Sakai. Okazaki, sein Landsmann dazwischen, aber Stindl hat den Ball. Gegen 2-3 Mainzer. Nsankala, gut gedacht, gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Und diese Aufnahmesession fängt ja schon mal hervorragend an, während mein Stuhl hier schon wieder fast zusammenklappt. Muss mal kurz an der Kulisse etwas rödeln. Karius kommt zu spät, genau wie Timothy Schändler. Neue Aufnahmesession und ein frühes Gegentor. Natko, der Torschütze,
der Sechser im Niedersachsen-Mittelfeld. Okay, kann nur besser werden auf jeden Fall. Tammy Fischendler. So können wir uns die Europa League-Träume ersparen. Oh, Nikolai Müller kommt nicht dran. Während Freiburg gegen Nürnberg in Führung geht. Freiburg auch ganz knapp hinter uns gelegen in der Tabelle. Nicht, dass uns hier nach diesem Spieltag noch 3, 4 Vereine überholen. Nisan Kala, schon 8 Torvorlagen. In dieser Saison gute Flanke. Aber da stand Sean Parker in der verbotenen Zone ganz knapp. Ein Tick zu früh gestartet und gut ins Abseits gestellt von Christian Schulz, den Hannover-Kapitän. Das ist wieder Leonardo Bettencourt, der das 1-0 gerade sehr, sehr stark vorbereitet hat. Ball noch im Spiel, der soll mir schon im Aus, aber okay. Okazaki, ach, der war schlecht gespielt, nochmal Okazaki. Und der ist auch noch drin, Johannes Geis zum ersten, zum zweiten. Choupo-Moting kommt nicht dran, im Real Life hier in Verbindung mit Hannover 96, hier im Let's Play fast ihren gesamten Sturm abgegeben haben. Diakonan ist weg, Mahmet Juf ist weg, Arthur Sobig ist weg, Hutnefs, okay, Hutnefs war nicht mal hier in der FIFA-Saison bei Hannover. Selbst wenn er da gewesen wäre, wäre er leihweise wieder zurückgegangen zum HSV. Also drei Stürmer weg, Schlaudraff auch noch weg. Ibisevic ist momentan der einzige echte Bundesliga-Stürmer im Kader. Und der wechselt, soweit ich weiß, hier im Let's Play auch noch zur nächsten Saison nach Spanien. War das, glaube ich, irgendwo, Celta de Vigo oder sowas. Also hat Hannover 96 nächste Saison ein extremes Stürmerproblem. Im Gegensatz zu uns. Choupo-Moting hat verlängert. Wir haben einen Sean Parker. Und verpflichten ja auch noch einen Lacazette aus Lyon. Der ablösefrei zur kommenden Saison das Mainzer Trikot tragen wird. Also da haben wir, denke ich, keine Probleme in der nächsten Spielzeit. Das ist Bittencourt. Jonathan Tah, hervorragend geklärt. Und Nikolai Müller schlägt den Ball raus. Choupo-Moting, der holt keine Kopfbälle heute. Das heißt mal heute, schon in den letzten Spielen der Kameruner nicht unbedingt effektiv. Was macht Karius denn da? Ibisevic ist zwar nicht der schnellste, aber da hätte er auch ruhig mal einen Schritt früher aus seinem Kasten kommen dürfen. Müller, Zimling, gut gedacht, aber Sani steht da goldrichtig. Bayern führt gegen Bremen, 1-0. Der Meisterschaftskampf hier im FIFA Let's Play ja noch sehr spannend. 4 Teams kämpfen um den Titel. Im Real Life ist das ja schon lange, lange entschieden. Die Bayern am heutigen Real Life Spieltag auch mal wieder mit einem 6-1 Erfolg beim VfL Wolfsburg. Und das, obwohl sie zunächst mit 0-1 hinten lagen. Und Wolfsburg ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Aber dann stellt sich wieder die Klasse der Bayern unter Beweis. Und sie fertigen die Wölfe einfach mal mit 1-6 ab. Johannes Geis, Schmiedebach dazwischen. Verfolgt von Zimling, der dänische Nationalspieler, war vor seiner Verletzung ja eigentlich gesetzt, aber momentan eher eine zweite Wahl. Heute mal wieder für Julian Koch im Spiel und Choupo-Moting kommt. Nikolai Müller. Und da schmeißen sich gleich 3 Hannoveraner in den Schuss und einer schafft es letztendlich auch diesen zu blocken. Ecke, das ist eine Sache für Fabrice. Sankala, zweitbester Vorbereiter der Bundesliga. Auf Choupo-Moting, der muss mal wieder treffen. Erst 2 magere Saisontürchen. Okazaki. Und Sankala war schon auf dem Rückwärtsweg. So kann Sakai was, glaube ich, klären. Zum Einwurf für die Gastgeber. Halbe Stunde um. So, die 100%igen Torchancen fehlen. Unser Mainzer noch. Gute Flanke auf Nikolai Müller. Kommt zum Kopfball. Aber kein Problem für Ron-Robert Zieler. Den Keeper der Niedersachsen. Nico Bongert, der Kapitän. Am Real-Life-Spieltag spielte Hannover übrigens gegen Bayer Leverkusen 1-1. Verschoss ein Elfer in Persona von Schalbo Schusti.
Bernardino, der Elberkiller der Bundesliga. Ah, schade, Lukas. Sacchi kommt nicht dran. Bernardino, der Real-Life-Elberkiller. Von 6 Elfmetern hat er 5 gehalten. Das ist auch eine erstaunliche Zahl. Da fragt man sich auch, Bernardino, ist er auch nicht mal ein Thema für Jogi Löw? Aber gerade auf der Torhüterposition, das dürfte wohl mittlerweile jedem Fußballfan bekannt sein, hat Deutschland eine Überauswahl an guten Keepern. Erstmal kurz wieder auf das Spiel konzentrieren, Johannes Geis. Ah, es war wieder abseits, ne? Choupo-Moting, aber den hätte er sowieso verzogen. Irgendwie fehlt noch die letzte Konsequenz hier heute im Spiel nach vorne. Hannover einmal gefährlich vor unserem Tor und das nutzen sie eiskalt aus. Wie eine Gastmannschaft halt spielen muss. Ah, Zimling, komm, schade. Dann der Fehlpass von Schändler. Ach du liebes bisschen. Husti, Manuel Schmiedebach. Wieder Huschki. Natko, der Torschützer, wieder auf Huschki. Der Ungar aus dem linken Mittelfeld. Pocognoli, wieder Huschki. Jetzt sind sie das zweite Mal in Strafraumnähe von uns, aber abgewehrt von Zimling. Und was zur Hölle war denn das für ein Pass? Und die Chance. Ich glaube, es war Ibisevic, oder? Mit der 17. Ja, es war wieder Ibisevic. Und den macht der Torjäger normalerweise. Aber vielleicht ist er auch schon mit den Gedanken bei seinem neuen Verein in Spanien. Es steht ja bereits fest, zum Zeitpunkt dieses Spiels, dass er Hannover verlassen wird. Und das ist natürlich auch mal so ein bisschen ein Motivationsproblem, den nicht alle Spieler, aber viele Spieler auf jeden Fall haben. Wenn sie schon wissen, nächste Saison bin ich sowieso komplett woanders. Warum soll ich jetzt noch alles für diesen Verein geben? Diese Einstellung haben leider sehr viele. Und hier nochmal die starke Vorarbeit von Bittencourt. Genau deswegen ist er einer meiner Wunschspieler für die kommende Saison. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen für die Außenbahn. Und Bittencourt kann ja über die Zehnerposition kommen, als auch über die Außen. Und kann, wie wir heute sehen, auch ganz vorne in der Spitze agieren. So ein Allrounder würde ich noch gerne mit im Kader haben. Aber mal schauen, wie das nächste Saison so mit dem Budget aussieht. Wir gucken erstmal auf den anderen Plätzen. Hoffenheim Schalke 1:1. Frankfurt führt leider Gottes gegen unseren Ex-Club Braunschweig 1:0. Bayern 2:0 gegen Bremen. Und zwischen Freiburg und Nürnberg, meinen beiden. Na, wie soll man das diplomatisch sagen? Meinen beiden Nicht-FIFA-Lieblingsvereinen. Denn gegen die beiden verliere ich sehr häufig, wie schon erwähnt. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz in die Halbzeitpause. Offensivalternativen haben wir ja auf jeden Fall auf der Bank. Mit eben den schnellen Siebisch Rivas oder Della Fiore oder auch den dribbelstarken, aber noch sehr jungen und unerfahrenen Tobias Funk. Aber ich denke, wir werden erstmal so weiterspielen. Und auf eine bessere zweite Hälfte natürlich hoffen. Noch ist nichts verloren. Mainz immer noch in Rot und Weiß. Im zweiten Durchgang jetzt von rechts nach links. Und Parker wurde da vom Schiedsrichter bedrängt, deswegen er nicht an den Ball kam. Das ist natürlich immer so ein bisschen bitter. Aber da kann man nichts machen. Der Schiedsrichter ist ja wie Luft zu behandeln. Blöderweise kann man nur normalerweise nicht gegen Luft laufen. Oh, und Tah, der hat da Probleme. Extreme Probleme mit Leonardo Bittencourt. Der drei Köpfe kleiner ist als er. Fehler von Sané. Choupo-Moting mit dem Ballgewinn. Langer Ball in die Spitze, Parker. Doppelpass mit Zimling, hervorragendes Spiel. John Parker, Tor! Hannover mit dem Blitzstart in der ersten Hälfte. Und wir mit dem guten Start im zweiten Durchgang. John Parker, klasse Doppelpass mit Niki Zimling. Und Parker bleibt cool gegen Ron-Robert Zieler. Saisontor Nummer 11 zum 1:1 Ausgleich. Und zuletzt lagen wir sehr häufig hinten. Das müssen wir demnächst auch mal abstellen. Gegen Hamburg und Bremen, die anderen Nordlichter, haben wir jeweils noch mit 1:1 einen Punkt geholt. Das 1:1 haben wir auch heute geschafft. Aber einen Rückstand immer aufzuholen, ist nicht
allzu einfach. Nikolai Müller. Aber es gibt natürlich jetzt ein bisschen Aufwind. Zimling. Schändler. Müller. Ah, Choupo-Moting kommt nicht ganz dran. Schade. Konter. Über Husti. Mittlerweile auch Anfang 30 müsste er jetzt sein. 32 der Ungar. Nicht mehr der Allerschnellste. In Sankala. Geis. Vier Platz jetzt rechts für Nikolai Müller. Der zieht auch den Sprint an. Und bringt eine ordentliche Flanke. Auf Sean Parker. Doppelpack. Innerhalb von 6 Minuten. Super Spielzug. Nikolai Müller. Sean Parker geht zum Ball. Im Gegensatz zu seinem Gegenspieler. Der da hieß Sakai. Und so schnell kann man einen Doppelpack schnüren. Spiel gedreht. So möchten die Mainzer Fans ihr Team sehen. Nächster Ballverlustpass von Schmiedebach. Gegen den Doppeltorschützen Parker. Langer Ball in die Spitze. Aber den kann Ibisevic nicht erlaufen. Karius. Schändler. Zimling. Geis. Moting. Schändler. Langer Ball. Aber der war zu offensichtlich. Gut abgefangen von Pokonjuli. Ibisevic. Da ist er wieder, der belgische Linksverteidiger. Guter Ball für Natko. Der ist eigentlich ein Sechser. Aber hier heute der gefährlichste Offensivakteur von Hannover. Aber gut geklärt von Jonathan Tah. Und auch gut durchgesetzt hier von Geis. Schändler. Haut sich diesmal nicht den langen Ball zu. Zimling. Spielverlagerung auf Fabrice. In Sankala. Parker. Bei zurückgezogen. Geis. Und Okazaki schläft da einfach mal. Hat sich doch gerade die Schuhe zugebunden oder was? Das darf in der Fußball-Bundesliga nicht passieren. Und wieder Jonathan Tah steht bombensicher. Langer Ball auf Choupo-Moting. Der ist sehr gut gespielt. Aber Schulz kommt da gerade noch mit dem Kopf dran. Zimling. Choupo-Moting setzt nach. Zimling, kein Foul. Schussposition für Müller. Nächste gute Offensivaktion der Mainzer, während Hannover wechseln wird. Und ich glaube, das ist Vedat Ibisevic. Wie gesagt, der einzige bundesligareife Stürmer noch im Kader. Und der geht tatsächlich raus gegen Kasumovic. Junger Nachwuchsakteur, normalerweise in der Zweitmannschaft von Hannover tätig. Im Offensivbund hat Hannover anscheinend wirklich alle Offensivkräfte abgegeben. Morales, der Argentinier, den sie zwischendurch auch gekauft hatten, ist inzwischen ja auch schon wieder von dannen gezogen. Langer Ball von Parker. Okazaki kommt nicht dran gegen Sakai. Guter Ballgewinn von Choupo-Moting. Zimling behält die Übersicht. Auf Nikolai Müller. Nächste gute Flanke. Aber Sané ist wie ein Schrank. Der gewinnt das Kopfballduell da. Und jetzt hat Hannover hier Überzahl. Kasumovic. Der ist natürlich noch frisch, aber Bungert, der Kapitän, mit dem entscheidenden Zweikampf. Müller. Schändler. Ja, das ist Choupo-Moting nicht gut gelaufen. Und Hannover kann kontern. Wieder Bittencourt. Aber Jonathan Tah, der ist überragend da hinten drin. 20 Jahre jung mittlerweile. Mit dem guten Befreiungsschlag. Natko dazwischen. Oh, das ist nicht gut. Und Gott sei Dank bringt Leonardo Bittencourt diesen Ball nicht im Tor von Luis Karius unter. Ich glaube, ich hatte vorhin schon wieder Lukas gesagt, aus Versehen, oder? Sorry, Markus. Ich weiß, dass dich das etwas stört, wenn ich ab und zu mal die falschen Vornamen ausspreche. Sie beschrieb, was kommt mal für die letzten Minuten. Und denke auch Della Fiore, wobei... Nee, das wird mal der einzige Wechsel in diesem Spiel. Sie beschrieb es, die Leihgabe von Eintracht Braunschweig, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob wir die Kaufoption ziehen werden. Im Sturm werden wir nächste Saison ja eigentlich genügend Alternativen haben. Mit den beiden Neuzugängen Lacazette und auch Mimi, die aus Freiburg, wird er dazukommen. Oh, jetzt müssen wir hinten aufpassen. Bloß nicht noch den Ausgleich kassieren. Karius hat den Ball. Noch 13 Spielminuten.
zuspielen. Okazaki. Johannes Geist mit dem Flügelwechsel. Nikolai Müller. Schrivas. Schändler läuft mit nach vorne. Mit einer super Flanke. Und wieder Sunny. Diesmal mit, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem langen Bein dazwischen. Der lange Senegalese. Siebe Schrivas. Einwurf an der Eckfahne. Okazaki. Schrivas. Wer ist in der Mitte? Keiner, aber egal. Fast das Optimum rausgeholt. Ein Eckstoß. Und da sehen wir ihn wieder. Leonardo Bittencourt. Es ist ein Originalspielergesicht. Also er sieht ihn auf jeden Fall sehr ähnlich. Und es kommt der zweite Nachwuchsstürmer mit Markovic. Mutig, mutig, was Hannover hier macht. Aber wir haben erstmal einen Eckstoß auf unserer Seite. Fabrice Nsankala. Johannes Geis. Zweiter Ball. Für Nikolai Müller. Hat da viel Zeit und Platz. Und zieht mal ab. Aber gut gehalten von Zieler. Im Tor. So, die nächste Ecke. Ich muss unbedingt mal noch einstellen, dass Nsankala von Anfang an die Ecken schießt. Ah, der war zu nah ans Tor gezogen, Jonathan Tah. Zwei in der Nähe, aber diesmal hat die Kombination nicht funktioniert. Sané, Stindl. Die wollen es natürlich jetzt nochmal wissen. Oh, Pech für Nsankala, dass er da nicht rankommt. Sakai. Aber Nsankala in Topform, rechtzeitig wieder hinten. Okazaki. Das war schwacher Ball vom Japaner. Gefällt mir heute überhaupt nicht. Und wieder Jonathan Tah. Der haut sich in jeden Ball rein. Jetzt fehlt er aber hinten. Los, Stürmer, ihr müsst auch mal mit nach hinten arbeiten. Oh, riskant von Sané. Und wieder Jonathan Tah. Scheut kein Zweikampf. Zindling hilft ihn jetzt. Aber immer noch Ball für Hannover. Junge, jetzt geht doch mal einer dahin, Leute. So könnt ihr nicht verteidigen. Okazaki. Geis. Und Nsankala weg das Teil. Aber er kommt wie ein Boomerang zurück. Meinst du nur noch hinten drin in den letzten Spielminuten hier. Und jetzt müssen sie aufpassen. Aber wieder Nsankala mit sehr gutem Stellungsspiel. Und jetzt pfeift er ab. Am Ende ein knapper. Aber wie ich meine, verdienter 2:1 Erfolg. Unser bester Torschütze, er hier, Sean Parker. Nach der Pause innerhalb von 6 Minuten das Spiel gedreht. Und weitere 3 Punkte eingefahren. Das gibt doch noch Hoffnung für den Endspurt. Noch 5 Spieltage. Wir schauen uns gleich nochmal die Tabelle an und gucken, wo wir jetzt stehen. Vorher nochmal kurz die Spielbewertungen natürlich. Und wen wundert Sean Parker mit einer 8,7 zum besten Spieler und zum Spieler des Tages ernannt. Auch Jonathan Tah wieder bärenstark, 7,1. Fabrice Nsankala, die gewohnten Leistungsträger auch heute mit guten Leistungen. Auch ein Niki Zindling hat mir gut gefallen. Auch Nikolai Müller, die beiden jeweils mit einer Torvorlage. Nico Bungert nur mit einer 6,0. Ansonsten durchweg sehr gute Noten. Das gibt auf jeden Fall Aufwind und Motivation für die letzten Aufgaben, die nicht einfacher werden, vor allem die letzten beiden Spieltage. Dort müssen wir gegen Schalke und Bayer Leverkusen ran. Und die kämpfen immerhin noch um die deutsche Meisterschaft. Schalke, apropos deutsche Meisterschaft, spielen nur 2:2 in Hoffenheim. Ein Konkurrent von uns im Europa-League-Kampf. Frankfurt gewinnt leider gegen Braunschweig 2:1, Bayern gewinnt 3:0 und das letzte Spiel habe ich gar nicht mehr gesehen. Apropos Leonardo Bittencourt, Abschlussbericht. Da war unser Scout, den wir auf Bittencourt angesetzt haben, wohl auch noch in unserem Stadion live dabei. Wie viel ist der wohl wert? Er ist 5 Mille wert. Aber schaut euch mal die Werte an. Beweglichkeit und Beschleunigung zwischen 95 und 99. Also der hat körperliche Attribute, die gehen bis über die Decke. 1,71 ist er klein. Das ist schon ein Wunschspieler von mir, aber der wird natürlich nicht billig. Und ich wollte ja so einen richtigen Hochkaräter fürs Mittelfeld noch holen. Und unter Hochkaräter verstehe ich sogar noch einen etwas stärkeren als Leonardo Bittencourt. Aber ich bleibe da auf jeden Fall mal dran. Bittencourt ist sehr interessant. Denn einer unserer Neuzugänge für die kommende Saison, das muss ich oft eher nochmal erfahren. Beziehungsweise hat jemand von euch mir erzählt. Ihr wisst ja, wir haben dieses Let's Play angefangen kurz nach dem Release von FIFA 14.
Sprich, wir spielen nicht mit unserem oder mit dem Winter-Update. Deswegen ist unser Neuzugang André Hahn vom FC Augsburg in diesem Let's Play nicht allzu gut bewertet, beziehungsweise hat kein allzu hohes Potenzial. Und deswegen, ich möchte nicht sagen, wir haben einen Fehleinkauf geleistet, er hat ja noch überhaupt kein Spiel für uns gemacht. Aber ich denke, Hahn wäre so ein Kandidat, den wir eventuell schon wieder verkaufen könnten. Aber es ist alles noch so Zukunftsmusik. Mal schauen, wir werden uns ihn natürlich auch trotzdem anschauen. Vor allem in den ersten Testspielen der kommenden Saison. Aber wie gesagt, das ist noch alles lange hin. Stefan Bell schreibt oder sagt, meine Rolle im Verein. Ich habe erwartet, eine größere Rolle im Verein zu spielen, so wie es zum Zeitpunkt meiner Verpflichtung ausgemacht wurde. Bisher hatte ich keine Chance, diese Rolle zu übernehmen. Aber ganz ehrlich, guter Stefan, wir haben eine sehr gute eingespielte Innenverteidigung mit Tah und Bungert. Beide haben alle 29 Saisonspiele komplett durchgespielt und ich sehe keinen Bedarf, da irgendwie einen neuen Innenverteidiger zu testen. Apropos Stefan Bell, er ist auch so ein Kandidat. Sollte da ein Angebot mal kommen, ein vernünftiges, wäre ich auch nicht abgeneigt, ihn abzugeben. Aber wie gesagt, das ist alles noch alles eher in der Zukunft liegend. Gucken wir mal kurz in die Tabelle. Die ist nämlich nicht zukunftsliegend, sondern liegt in der Gegenwart. Und wir sehen Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim alle noch ein bisschen vor uns. Puh, da war ein kleiner Nieser. Ich hoffe, der war nicht zu hören, sonst muss ich den eben rauscutten. Beziehungsweise muten. Wo war ich? Genau, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim noch ein bisschen vor uns mit 4 bzw. 5 Punkten. Aber auf jeden Fall noch aufholbar. Und gegen Hoffenheim spielen wir selber, glaube ich, auch noch. Wie sieht es eigentlich im DFB-Pokalfinale aus? Shit. Düsseldorf und Schalke stehen im Finale. Der momentan Tabellen... Upsala. Das war die falsche Taste, Killer. Wie konntest du nur? Der aktuelle Tabellenzweite gegen die Tabellenletzten. Sprich, Düsseldorf wird nächste Saison Europa League spielen. Und wir müssten tatsächlich Sechster werden. Das ist natürlich bitter, um in die Europa League zu kommen. Aber wie gesagt, ist noch machbar. Gegen Hoffenheim spielen wir noch. Spielen wir gegen Frankfurt auch noch. Ich muss mal eben kurz in den Kalender gucken. Das muss ich eben überprüfen. Unser nächstes Spiel sogar gegen Hoffenheim. Dann spielen wir zweimal auswärts. In Stuttgart. Boah, denke ich machbar. Genauso wie in Augsburg. Und die letzten beiden Spiele, wie gesagt, zu Hause gegen Leverkusen und zum Schluss nach Schalke, nach Gelsenkirchen, die vielleicht noch um die deutsche Meisterschaft kämpfen werden. Kein einfaches Schlussprogramm. Kommen wir nochmal kurz auf die Top-Torjäger, denn dort hat Sean Parker jetzt Position 2 erobert nach seinem Doppelpack am heutigen Tage. Schweinsteiger auf Platz 3 mit 11 Saisontoren. Der entdeckt nochmal den Torjäger gegen Ende seiner Karriere. Wobei, so alt ist er auch noch nicht. 3-4 Jahre kann er bestimmt auch noch spielen. Dann müsste jetzt 30, 31 sein hier im Let's Play. Ist er eigentlich das beste Alter für einen Fußballer? Und wir gehen eine Woche voran. Ich habe übrigens nochmal ein paar neue Spieler scouten lassen. Das habe ich aber mal off-air gemacht, weil ich glaube, ich zeige wahrscheinlich schon sehr viel Uninteressantes. Da müsst ihr nicht das auch noch mitverfolgen. Mexiko hat uns Angebot gemacht, da wollen wir aber eh nicht. Aktuell ist aus England, aktuell ist aus Frankreich. Pressekonferenzen nehmen wir natürlich mal wieder dran teil. Was machen wir denn da? Wir können natürlich Sean Parker loben, aber was mir schon fast ein bisschen mehr auf dem Herzen liegt, wäre mal den guten Erik-Maxim Choupo-Moting ein bisschen zu motivieren. Er muss mal wieder treffen. Erst 2 Saisontore und beide waren gegen Eintracht Braunschweig, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war auch noch in der Bundesliga-Hinrunde, also schon ein Stückchen her. Verträge wollte ich auch nochmal schauen. Genau, von Sean Parker. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, mal zu verlängern. Denn sein Vertrag läuft nächste Saison aus. Wie viel will er dann? 30.000. Das Geld haben wir auch noch übrig. Und wisst ihr was? Die geben wir ihm so gar. Er ist natürlich ein wichtiger Stammspieler immer noch.
30.000, um 3 Jahre möchte er auch gleich verlängern. Er hat einen Marktwert von 3,6 Mille. Das bieten wir auf ihn auf jeden Fall an. Ich hoffe, er nimmt es auch an. Denn dann ist unsere Zukunft mehr oder weniger schon gesichert. Hier noch ein paar neue Spieler, die gescoutet werden oder wurden. Vor allem bei den Außenverteidigern möchte ich mich auch nochmal umsehen. Vielleicht werden wir dann noch einen neuen Linksverteidiger, Nachwuchs-Linksverteidiger ranholen. Wenn zum Beispiel unser momentan Linksverteidiger-Ersatz Layun, den Mexikaner, habe ich auch noch vor, eventuell abzugeben. Also so viel Zukunftsmusik, Mann, das ist doch erst nächste Saison. Aber trotzdem, die Gedanken sind natürlich auch schon in der Zukunft. Denn es sind ja nur noch 5 Spiele zu spielen. Aber ganz genau wissen, wohin es gehen wird, wissen wir auch immer noch nicht. Choupo-Moting, hoffen auf die Wende. Ja, wir hoffen alle, dass die Wendung langsam kommt. Vielleicht auch schon beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 14. 1. FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim. Ein echtes 6-Punkte-Spiel. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Und bis dahin, ciao, ciao.